So, hallo. Das ist ein Entis-Video, oder das wird ein Entis-Video. Ich fand das eigentlich ganz lustig, weil ihr kennt unseren Kanal ja noch gar nicht und uns deswegen auch noch gar nicht so gut. Becky und ich haben das ja schon jetzt ein paar Monate geplant. Und in der Zeit habe ich dann auch schon meinen Müll gesammelt, wie sich das für richtige Entis-Videos ja so gehört. Ich dachte mir, warum zeige ich euch nicht zuerst meinen Müll und dann meine Favoriten und so weiter und so fort. Ich greife ihn einfach jetzt so neben mich. Als erstes dieses Alverde Cellulite Douche Peeling Zitrone Rosmarin. Gleichzeitig etwas, was ich nur schweren Herzens kaufen kann, weil ich diese Antizellulite Sachen, also erstens Quatsch finde, weil sie nicht funktionieren und zweitens Quatsch finde, weil sie brauchen auch gar nicht funktionieren. Das ist so ein typisches Ding von: Oh, Frau, da ist was hässlich. Das müssen wir reparieren. Problem mit diesem Ding ist, es riecht gut und ist erfrischend. Deswegen kaufe ich es mir manchmal. Balea Totes Meermaske. Für unreine Haut habe ich manchmal, besonders wenn ich viel gearbeitet habe. Also ich bin Kellnerin nebenbei und dann kriege ich öfter mal schlechte Haut. Wenn ich mir was Gutes tun will, kaufe ich mir dann so eine Maske und ärgere mich jedes Mal darüber, weil diese komischen paar Cent Masken einfach nicht wirken. Das O-Roma Water von Lush ist ein Toner, den benutze ich total gerne. Ich finde ihn sehr erfrischend, ich mag den auf meiner Haut, auch wenn ich gelesen habe, dass Lavendel wohl ein Reizstoff ist. Wenn ihr da was genaueres wisst, könnt ihr das ja sagen. Würde ich aber nachkaufen, finde ich gut, mag ich gerne. Balea Creme Duschöl Peeling mit himmlischen Apfel- und Zimtduft ist eine Limited Edition, habe ich mir im frühen Winter letzten Jahres, glaube ich, gekauft. Ich sehe es aber immer noch bei mir im DM rumstehen und ich liebe den Geruch. Das pflegt auch eigentlich ganz schön. Also ich benutze das immer so für meine Beine, damit ich die hinterher nicht eincremen muss. Ja, sehr selten, dass ich meine Handcreme leer bekomme. Meistens verliere ich die. Das hier ist die Ultra Soft Hand Balm. Also mit einpflegender Handbalsam für sprühte Hände. An manchen Tagen mochte ich den Geruch und an manchen Tagen fand ich, dass das irgendwie so klosteinartig ist. Ich weiß es nicht. Aber es hat sehr gut gewirkt. Also nach dem Arbeiten, ich muss ja viel spülen und so und habe dann immer trockene Hände, habe ich die immer benutzt und schnell eingezogen. Finde ich gut. Gibt es auch, glaube ich, immer noch. Balea Fuß Peeling. Reinigt. Reinigung und Glättung. Mit natürlichem Bimssteingranulat. Ich fand es aber auch furchtbar schlecht. Also ich musste davon immer richtig viel nehmen, um meine Füße gut durchzurubbeln. Und es ging also super schnell leer und es hat irgendwie auch nicht so wirklich einen Effekt gehabt. Also da würde ich jetzt nicht mein Geld für ausgeben. Apropos, da würde ich jetzt nicht mein Geld für ausgeben. Alverde Zwei-Phasen Make-up-Entferner. Lustigerweise, nachdem ich das so ungefähr bis zur Hälfte aufgebraucht hatte, habe ich ein altes Video von Erbse, also von Pseudo-Erbse gesehen und auch eins von Jess Vegan Lifestyle, die das auch beide blöd fanden. Beide haben sie aber gesagt, das würde brennen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Mich hat gestört, dass auch wenn ich nur ganz wenig davon benutzt habe, dass auf meiner Haut sofort angefangen hat zu schäumen, wenn ich das so auf dem Wattepad gegeben habe. Und das war eigentlich nicht so das, also das mag ich nicht so gern. Ich mag nicht so gern so komischen Seitenschaum in meinem Gesicht. Das finde ich irgendwie blöd. Und also es hat irgendwie auch nicht so wirklich was entfernt und ja, das muss jetzt einfach nicht sein. Etwas, was ich gut fand, Alea Aqua Waschgel Meeresalge für normale und Mischhaut. Muss ich sagen, macht einen super soliden Job, ne? Ist kein Wundermittel. Aber es macht eigentlich das, was es soll. Also es nimmt gut was ab und es reizt meine Haut nicht, es tut nicht weh, es macht nicht trocken oder fettig. Macht einen guten Job. Ich probiere gerade ein paar andere Sachen aus, aber grundsätzlich würde ich sagen, kann man kaufen. Alverde Milder Augen-Make-up-Entferner Calendula für jede Haut. Ja, also fand ich jetzt in Ordnung, ne? Ich mag, glaube ich, einfach nicht so gern diese Augen-Make-up-Entferner, diese Creme-Sachen. Ich mag da eher diese flüssigen. Aber das war schon in Ordnung, also hat auch nicht gereizt oder so und hat, also hat auch ganz gut funktioniert. Lush Big Klassiker ist eigentlich mein Lieblingsshampoo.
Boah, kostet aber unglaublich viel, ne? Kostet 17 Euro oder so. Und immer wenn ich mal gerade nicht so viel Geld habe oder nicht so viel Geld dafür ausgeben will, dann greife ich halt auf irgendwas zurück, so, ja, so von Balea oder so. Und ich bin nie damit zufrieden. Also ich liebe das einfach seit 10 Jahren. Ja, ungefähr seit 10 Jahren benutze ich das hin und wieder mal. Und immer wenn ich das benutzt habe, dann glänzen meine Haare so schön und bekomme Komplimente, dass meine Haare so gut riechen würden und so. Und dann denke ich immer so, oh ja, lohnt sich doch. Es lohnt sich doch. Aber, ja, weiß ich nicht, müsst ihr wissen. Also, ich hadere jedes Mal, bevor ich es mir wieder kaufe. Und dann kaufe ich es doch. Irgendwann. Ja, das ist jetzt gefährlich. Also, das ist natürlich nicht aufgebraucht, ne? Das ist halt ein Pinsel. Ich habe keine Ahnung, warum ich den gekauft habe. Der sah in der Verpackung schon schlecht aus. Einfach einen Rouge-Pinsel oder so. Ultra schlechter Pinsel, das ist von Essence so einer. Der ist für Puder oder für Rouge oder so. Der bekommt aber einfach das Produkt gar nicht aus seiner Verpackung. Also, ich habe damit alles gemacht und hinterher war einfach nichts auf diesem Pinsel. Paar Euro nur, aber paar Euro umsonst. Last but not least hier eine Mascara von, die heißen glaube ich Beauty Without Cruelty, ne? Hab ich mal gekauft vor ein paar Jahren und irgendwie ist sie auch nie wirklich ausgetrocknet. Jetzt vor kurzem ist sie irgendwann mal ausgetrocknet. Mochte ich aber. Ich finde es gut, dass die Bürste nicht so dick ist. Falls euch das jetzt hier hilft. Ich mag immer diese ganz dicken Bürsten nicht so. Für meinen Geschmack könnte die noch ein bisschen dünner sein. Hat aber gut Volumen gegeben. Ja, so alles gemacht, was ich für meine Wimpern gerne hätte. Bin aber auch bei Mascara nicht so anspruchsvoll. Ja, das war mein Müll. Ich hoffe, das hat euch irgendwie interessiert oder euch weitergebracht. Vielleicht nicht, vielleicht hat es euch auch nur unterhalten, vielleicht auch das nicht. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Nee, okay. Tschüss.